So Leute, Freunde der effekten COD-Unterhaltung, seid ihr grüßt, es geht rein, heute hier ein gediegenes Ründchen, Cold War, schon mal ein bisschen Warmspiel für Black Ops 6, Ende August ist sogar schon die Beta, ich denke mal, ihr seid auch alle hyped. Team Deathmatch. Starten wir erstmal rein auf Raid, hab heute so ein bisschen vorgenommen, nur Black Ops 2 Maps zu spielen, ein bisschen auf Nuke gehen. Ja, nice, nettes Willkommensgeschenk, da war der Tickensteller, nice, GG. Oh, den Tod lieber mit. Den Laser mal durch den Rand, okay. Wie auch immer der das jetzt überlebt hat, dann machen wir jetzt das. Doch, Nowitzki! Ja, überlebt er natürlich auch. Ach, was so. Jedenfalls sieht der ganze Spaß, was man ja schon so in den Trailer, im Gameplay-mäßig so sehen konnte, sah das ja schon so Cold War-mäßig aus, eine Mischung zwischen Cold War und. Oh, hier hinten wird gesnappt. Eine Mischung zwischen Cold War und MW2013, was mir persönlich ganz gut gefällt. So, der Grafik hier. Sympathischer Dude. Ich habe bloß ein bisschen Bedenken, dass SBMM halt das Spiel wieder ein bisschen kaputt machen könnte. So wie immer, dass wir dann in der Beta schön schmackhaft mit soften SBMM. Kacke. Mit soften SBMM wieder angefüttert werden und dann. Wenn du es im richtigen Spiel drei, vier Runden gespielt hast, wirst du wieder des Todes in die Schlüsse. Wirst du wieder die schlimmsten Lobbys des Jahrhunderts wieder reingepackt, dass das wieder unerträglich sein wird. Dann kommt Special C4. Okay. Davor habe ich so ein bisschen Angst. Weil, sind wir mal ehrlich, es war doch in den letzten CODs doch erstens auch so. Ist irgendwie gefühlt in der Beta das Spiel noch einigermaßen erträglich war von den Lobbys und dann irgendwie im richtigen Spiel warst du dann nur auf den Sack bekommen. Das ist. Hallöchen. Die M60 ist wirklich mit Abstand die ekligste Waffe, die es gibt hier in dem Spiel. Ich denke mal. Was ist da los? Komm. Hallöchen, da habe ich schon mal die Kriegsmaschine liegen blockiert. Zum Glück ist das, glaube ich, im Black Ops 6 dann auch nicht mehr, wenn ich das so mal richtig check. So, hier schön. Gasmine. Gas! Oh, ich will nicht gesniped werden. Oh, geht das hin? Wo sind die Gegners? Da haben wir die Gegner-Kill-Priorisierung. Er hat das jetzt auch nicht gecheckt. Nein, dann nicht. Testo-Spritze rein, schnell weg da, Cold War ist immer noch. Also ich finde Top 3 CODs aus Einmischung gut, weil das Spiel funktioniert. Ich habe, also es gibt hier glaube ich keine Bugs. Also mir ist noch nichts aufgefallen. Das werden wir ja die Kriegsmaschine rauspacken. Es hat ein Orbi. Ja, das Punktesystem ist jetzt nicht ideal gelöst, aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Wo sind denn jetzt? Das ist jetzt fixer zu lenken, das ist jetzt nicht so geil. Das ist natürlich nicht ideal gelöst, aber ich finde es jetzt auch nicht sonderlich schlimm, weil man muss ja trotzdem. Vielleicht jemand. Aha, komm zu packen. Ey, das kann er nicht wahr, scheinbar. Ja, dann scheiß drauf. Oh, aber der hat ja gemacht von der M60. Die M60 ist auch einfach eine Macht. Man muss ja trotzdem was für seine Streaks tun. Du kriegst ja den Orbi nicht hinterhergeworfen, auch wenn man stirbt. Man muss ja trotzdem irgendwie eine gute. Ja, dieses Ding ist so frech. Es animiert ja auch die Leute da drin zu bleiben. Die quitten dann auch nicht so schnell, wenn sie vielleicht noch ihre Streaks erreichen wollen oder so. Das ist ja auch mal was Gutes. Aber klar, das gute alte Streaks-System. Ach, da oben hing auch einer. War da im Bett im Kuscheln. Schätze ich hier, Jörg Nowitzki. Okay. Goodbye, mein Freund. Nein, nicht doch so eine Kacke hier. Hallöchen. Napalm muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh, das ist der Orbitinho. Der Orbitinho.
Hallo, my friend. See you later, Alligator. Und da scheppert und kracht das schon wieder. Und das ist hier unvorbei. Das war schon eine gute Einstiegsrunde. Dann schauen wir mal, gleich mal gucken, was wir hier noch für gute Zwei-Maps bekommen. Das war so eine DLC-Map. Vielleicht kann sich noch jemand dran erinnern. Paintball-Map Rush heißt sie hier. Oh, ja, natürlich uns entsprechend hier dem Namen der Map anpassen und einfach reinrushen. So, also, mit der Milano mal gucken, ob es wieder schief geht. Muss mal keine Sau hier. Er ist hier interessant. Oh Gott, die haben ein Leben, Alter. Müssen eigentlich jetzt. Ich verspreche euch, gibt es auf jeden Fall noch ein paar schöne Runden, wenn ich da ein bisschen eng gespielt bin. Das Code war irgendwie, es aimt sich halt doch komplett anders. In den Bums. Ich weiß nicht, die haben es glaube ich alle auf mich abgesehen. Ich lasse das erst versehen. Ja, habt das gehört, da steht bei dem Flash geworfen. Egal, schon mal eine Sino-Serie, das ist in Ordnung. So, jetzt gehen wir mal wieder hin. Spionageflugzeug, ja, Skills. Du hast kein Skill. Nein! Rumgeab eben oder rumgekippt in den Ecken, wirklich, es ist viel zu stark, es nimmt so viel Spielspaß, wie gesagt. Das ist halt das. Ach, dann, also, ja, natürlich. Das war verdammt knapp! Eva. Nee, ohne Worte. Guckt's euch an, Eva, mit zwei S-Minen hier. Komm, Eva, jetzt hol ihn wenigstens. Nein, hat die. Killfeed. Ist Eva gestorben? Ich hab zu spät geguckt. Es ist unglaublich. Und da denke ich mir, warum? Bei. Oh. Nate war nicht schlecht. Warum? Warum braucht es da S. Oh, Kacke, hab ich jetzt nicht mitgerechnet. Warum braucht es da SBMM? Kann mir das irgendwie erklären? Warum braucht es da SBMM, wenn nicht jeder irgendwie holen kann? Der größte Noob. Hallo? Was war das? Ja, Spawnschutz. Panzerung steht für euch bereit. Christian. Feindliche Spionageflugzeuge. Ja, oder so gespawntrappt der Arme. Da steht er, ne? Schon voll die Hallos wegen Eva. Hunden, Rollstuhlrase, Alice Weidel, Aralbeul, Ali Figo, Kids, diese Lobby ist ein Träumchen. Kommt noch Level 1000er, bitte. Für weiteres Black Ops 2 Feeling habe ich da auch noch ein Ründchen Express hier gefunden. Gucken, was hier so geht auf der Map. Ich weiß auch noch gar nicht, was ich spiele. Probieren wir es mal mit der Milano. Gucken, ob die Ladies hier langkommen. Ah, das war natürlich nix. Hey, bleiben Sie doch mal stehen hier. Laser? Ja, Laser. Ja, das ist ja jeder Gunfight wieder hier auf Messers Schneide. Ich glaube, die Milano ist ja nicht so. Na gut, aber ja, hin und wieder trifft man doch was auf Distanz. Feind hat Bravo eingenommen. Okay, einer nimmt A ein. Gott, das hätte ich nie im Leben gewinnen dürfen. So, oh, schon mal eine 5er Streak. Ja, ganz mutig. Lol. Nein, und schon wieder ist das. Es hätte schon 8er Streak sein können. Blick oben auf die Minimap. Sehr gut. Hier kommt auch einer. Den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ach mein Gott, was klauen die mir denn die ganze Zeit hier die Kills? Hier kommt auch einer lang. Ihn hier natürlich nicht vergessen. So, jetzt kommt hier, zeig dich doch mal, du Level. Ich glaube, ich chill erstmal eben.
Nee, 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 wir rennen jetzt hier nicht mit in den Schuss rein. Irgendwer war ja, glaube ich, noch Teammate. Machen wir hier den probierenden Hasen, bitte. Nicht? Oh, ich habe keinen Bock, in einem Sniper reinzurennen. Da wirst du gerne mal gesniped an der Stelle. Und hier hinter dem möchte ich jetzt auch nicht... Gut, haben wir. Jetzt kann man noch schon mal fast mutig hereingehen. Da ist noch einer. So, komm, Jungs, lass mal einnehmen. Da habe ich fast Obi. Jungs, schaut's aus. Wir erobern A. Ich glaube, hier steht das Ding, das wäre ganz gut. Ihn können wir oben wegpoppen. Wir verlieren C. Nein, bleib doch stehen. Ich verstehe aber nicht, warum ich immer so viel Pech habe. Ja, es ist unglaublich. Ich habe von meinem Orbi wieder nichts zu meinem Granatenwerfer. Auch nichts. Natürlich. Natürlich habe ich da wieder Pech. Natürlich, egal. Wir behalten die Ruhe. Nützt da jetzt nichts. Jawohl. Haben wir. Die spawnen hier. Interessant. Hat denn einer von den Mates hier auch mal Lust, irgendwie zufällig hier so ein Orbi zu spendieren? Oh, sehr gut, Mate. Ihre. Und ich bin, da stehen drei Leute. Natürlich schießt er wieder auf mich. So eine Pisse. Feiern das mit der Milano, die eigentlich so eine Kackwaffe ist. Jawohl. Okay. Okay. Milano, keine Kackwaffe. Ich nehme das zurück. Ja, was jetzt hier voll Maximum mit Tech etwa. Einfach Maximum Attack rein in die Eulberge. Oh, nö, da machen wir keine Maximum Attack. Ja, wenn man einmal sagen, die Milano ist nicht schlecht. So, hier wird kein A eingenommen. Okay, hat ihn euch gejuckt, interessant. Oh, also die Runde schmeckt halt schon anders. Feindliches Geschütz aktiv. Nein, das Geschütz, das ist echt bumm! Oh, das schmeckt krass. So. Abschuss bestätigt. Probieren wir es ja mal mit der MP5. Wir übernehmen die Kontrolle. Aha. Der kommt richtig stark auf richtig so, richtig close range. Oh ja, 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 ja. So, erstmal ja kurz den gemütlich machen, kurz den Ölmel nachladen. Gucken wir uns den Spaß hier mal an. Hä? So, ich glaube, das ist eine gute Lobby, um auch mal wieder ein bisschen auf Streak zu gehen. Würde ich sagen. Gutes Gefühl, okay. Danke, Mate. Ja. Hat mich der Riecher doch nicht getäuscht. Seid mir nicht sauer, wenn ich jetzt nicht so viel rede. Ich muss mich mal hier konzentrieren. Feindliche Spionageflugzeuge machen. Ich hoffe, er hat nicht wieder einmal auf dreckig. Auch in die Mine gelegt. Ich habe jetzt gar keinen Bock drauf. Ja, wegen Inaktivität raus. Sehr schön. Oh, wie ist da? Was der, oh, der sich so gemütlich kann. Aha. Oh nee, bitte jetzt nicht an dem Gas sterben. Wir haben Zeit. Ja, Richtmikrofon ist natürlich. Alter, jetzt gebombt hier, wird schon alles zu gebombt, ey. Die wollen mich da schon wieder haben, das gefällt mir gerade gar nicht. Der über mir macht auch ordentlich Action. Oh Gott. Ah, Teammate, musst du mir jetzt echt hinterher kröchtern? Ist das dein Ernst? Muss doch jetzt nicht sein. Gott, ey.
Feindliches Spionageflugzeug Nein. über euch in Position. Weil das Spionageflugzeug ist jetzt echt nicht cool so. Und dann sterbe ich. Wo kam er denn her? Ach, natürlich genau in dem Moment kommt er da lang gekreucht da. Ja. Wir verlieren diesen Kampf. Oh, ich hab den Juck. Oh mein Gott. Busten auf, sehr schön. Aber noch was hier für die gute Black Ops 2 Reihe was gefunden. Oh, zum Glück habe ich die Bullfrog gefunden. Was für ein Lobby bin ich hier gelangt? Ich glaube, die Lobby ist gut. Bleiben Sie mal hier. Wir übernehmen die Kontrolle. Sehr schön. Oben ist jemand drin. Danke, Mel, fürs Helfen. Ich weiß jetzt schon, dass die XM4 mir wieder den Arsch kosten wird. Weil die manchmal nicht zuverlässig ist. Ist zwar präzise, aber Präzision ist dann nicht immer alles. Schadensmeldung. Ein Kämpfer. Das. So, in dem Bums. Mein Revier. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Wer kennt das? So ein Banger. Oh shit. Jetzt bombt hier jemand die Hütte hoch. Das gefällt mir gerade nicht so. Aber wir müssen uns helfen, wir campen. Natürlich, ich kriege den Kill nicht. So, jetzt muss ich ja fast noch ein bisschen Attacke machen, wenn ich jetzt hier auf Nuke gehen möchte. Feindlicher Napalm-Angriff im Anflug. Napalm gefällt mir jetzt gerade nicht so. Nee, das hätte mich jetzt gerettet. Ach, und dann... Ja, egal, scheiß Problem. Mikrofon wurde zerstört. Ja, und wieder 27 gestorben, weil das Spawn dreht sich. Hier ist, ich kann das nicht mehr. Ich hab mich aber auch dumm angestellt. Maßnahmen, wir müssen das gewinnen. Ja, dann sterbe ich wieder auf 27er, Mann. Was ist denn? B wird gesichert. Das ist so schlecht, genau in dem Moment. Ich sterbe wieder, das kann nicht sein. Ich krieg das wirklich, ich krieg das Kotzen. Feindliches Spionageabwehrflugzeug im Anflug. Ich kann das nicht mehr. Wir müssen das feindliches Geschütz im Einsatzgebiet entdeckt. Wir werden hier dominiert. Die Position einnehmen. Also klar, schießt vom Geschütz wieder. Feindliches Geschütz. Angesagt, zack, von Schanzer. Cool. Ach, mein Teammate. Das kann ich sehen. Also. Wir verlieren A. Das war's wieder mit dem Juke. Wo sind denn die? Wir verlieren Bravo. Ja, geil, wirklich. Ja.
Und dann sterbe ich einfach von Juck. Dann scheiß drauf. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Es ist ja unglaublich, ey.